Diesmal reisen wir zurück in das Jahr 2002. Neverwinter Nights beginnen wir wie jedes echte Rollenspiel. Wir erstellen einen Charakter. Natürlich könnte man auch einen vorgefertigten Helden verwenden, aber wer will das schon? Neverwinter Nights basiert auf den Dungeons & Dragons Pen & Paper Regeln. Entsprechend viele Optionen bieten sich uns beim Heldenbau. The Frozen North, the name given to the stark and unforgiving frontier that lies beyond the high moor of Faerun. Ein hervorragend vertontes Intro, unterlegt mit eher langweiligen Standbildern, führt uns in die Welt und natürlich deren Probleme ein. In Neverwinter ist eine unheilbare und tödliche Plage ausgebrochen. Die Autorität hat deshalb die Suche nach einem Helden ausgerufen, um die Stadt zu retten. Klar, dass wir diesem Ruf folgen. The bastion of civilization, the city of Neverwinter, jewel of the north. Hello there. I'm glad to see people alive. I'm not sure what happened in the prison, but whatever it was, it's had a big effect on everyone out here. In teilweise vertonten Gesprächen erfahren wir mehr über die Plage und erhalten Hinweise auf eine mögliche Verschwörung. Aber zuerst werden wir auf den Weg geschickt, 4 magische Kreaturen einzufangen. Diese gelten als letzte Hoffnung. Diese Ereignisse finden im ersten von 4 Kapiteln statt, das uns locker 15 Stunden beschäftigt. Wir kämpfen uns, wie die Dungeons & Dragons Vorlage nahelegt, durch unterirdische Dungeons und jede Menge Gegner. Das Spiel ist jederzeit pausierbar, sodass wir in Ruhe neue Befehle verteilen können. Was genau in einem Kampf passiert, wird im Fenster links unten protokolliert. Hier können wir sogar unsere virtuellen Würfelergebnisse nachlesen. Das alles wird vom Computer berechnet, wir müssen uns also im Kampf nicht mit Rollenspielregeln herumschlagen. Bei einem Levelaufstieg sieht das schon anders aus. Besiegte Gegner bringen Erfahrungspunkte. Haben wir ein neues Level erreicht, dürfen wir unseren Helden individuell ausbauen. Wir können ihm neue Fähigkeiten geben oder sogar eine zusätzliche Klasse zuweisen. Einen verrückten zwergischen Kriegermagier zu bauen ist also kein Problem. Danach dürfen wir uns natürlich weiter durch Dungeons kämpfen. Wir können auch einen Begleiter anheuern, der uns tatkräftig bei der Monsterjagd unterstützt. Wir haben aber eine rudimentäre Befehlsgewalt über ihn. Ein magischer Begleiter rennt also schon mal todesmutig in den Nahkampf. Da hilft dann nur, ihm ein paar Heiltränke zu spendieren. Welcome. Do you have news of the missing Water Davian creatures? Or is there something else you need? Well done. I knew you wouldn't let me down. Haben wir ein Dungeon leergeräumt, können wir unserem Auftraggeber wieder in umfangreichen Gesprächen eine Belohnung entlocken. Die gute Lady Arabeth vergönnt uns hier 500 Goldstücke und schickt uns direkt auf die nächste Quest, die uns wieder für Stunden beschäftigt.